Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Benjofi Timo. Es ist wieder ein Let's Spin Part. Und zwar habe ich jetzt heute mal einen Account vom Abonnenten bekommen, der heißt Julian. Vielen Dank nochmal an dich, dass du mir einen Account hier gegeben hast, damit ich für dich spinnen darf. Das könnt ihr übrigens in Zukunft auch machen. Wenn ihr mal wieder einen Let's Spin Part sehen wollt, schreibt mir einfach eure Daten, also Login-Daten, per persönliche Nachricht hier auf YouTube oder von mir ist auch auf Facebook, das ist mir egal. Aber nicht in die Kommentare, weil dann macht das noch irgendwer anders. Da könnt ihr noch gerne dazu schreiben, wie viele Crates ich habe, weil so nur zwei Crates oder so würde sich jetzt nicht lohnen. Deswegen schreibt mir, wie viele Crates ich habe und wie lange ich Zeit habe und alles, also so, dass ich das genau weiß. Ja, und dann fangen wir jetzt hier mal an mit dem Account. Ich mache jetzt erstmal die GP-Crates. Ich würde mir dann übrigens ebenfalls auch eine Uhrzeit sagen, wann ich drehen soll, also wie ihr es am liebsten habt und alles. Dann richte ich mich dann völlig nach euch, weil das ist ja euer Account schließlich. Gut, fangen wir an mit den R93 Crates. Sozusagen, um es ein bisschen warm zu drehen. Sag ich mal. So. Okay, das ist nicht so tragisch, würde ich sagen. Wir gehen dann mal weiter in die Beretta AR70 Crates. Da muss ich sagen, die habe ich damals in drei Crates gewonnen. Das ging, war ziemlich einfach. Es waren drei random gekaufte Crates und dann habe ich mich ganz schön erschrocken, als ich die da plötzlich hatte. Ja, okay, über welches Thema könnte ich denn heute mal reden? Ich habe heute vor, so ein bisschen über Crossfire Germany zu reden, also crossfire-germany.eu. Die Seite kennt sicherlich jeder von euch, das ist so ein großes Crossfire-Forum. Was ich so damit zu tun habe, weil jetzt ich so als, jetzt so langsam mit 1600, 700 Abonnenten, da schon 1700 Abonnenten, da wird es natürlich schon interessant, so sich mal mit den anderen großen Communities so zu beschäftigen. Ja, zu Crossfire Germany, die Veranstaltung, da gibt es immer so Packs, kennt ihr sicherlich, das solche Turniere, da habe ich heute ein Highlight-Video hochgeladen, also vorhin. Und da spiele ich jetzt auch regelmäßig mit, also wenn ihr auch mal Pack spielen wollt, also für die, die nicht wissen, was Pack ist so eine Art Crossfire-Turnier mit halt ziemlich strengen Regeln, also so keine Noob-Waffen und so weiter, alles nicht erlaubt, auch keine Female Chars, also schon ziemlich fair alles. Ja, da könnt ihr auch mal mitspielen. Ich spiele da jetzt fast jedes Mal mit, also je nachdem, wie ich schaffe, weil das bringt einfach Spaß. Und ja, das, so, das habe ich jetzt auf jeden Fall mit CFG zu tun. Ich werde auch jetzt im Forum und so aktiv werden. Ich habe da ja einen Account. Vielleicht mal den einen oder anderen Beitrag machen oder mal einen direkten Thread erstellen. Mal gucken, wie ich das so mache. Also, ich will da jetzt ein bisschen aktiver werden, also mich da so ein bisschen mit integrieren. Ich war eine Zeit lang wirklich ziemlich dagegen, weil ich habe ja für die Videos gemacht, findet ihr auf deren YouTube-Kanal, findet ihr übrigens zwei Videos von mir. Und ja, dann ist halt irgendwie alles auseinandergebrochen, ich hatte dann keine Lust mehr und so weiter und dann ist alles so auseinandergebrochen, sag ich mal. Okay, dann machen wir mal die derzeitige Scope-Crates. Ja, und so ist halt alles entstanden und dann, ja, will ich mich jetzt da also wieder so ein bisschen integrieren, also so ein bisschen da mal wieder was machen. Vielleicht fange ich auch bald wieder an, für die Videos zu machen. Kommt ganz drauf an, wie es sich halt alles entwickelt. Die machen ja ausschließlich CFIU. Ich bin ja eher NA-orientiert, auch wenn ich EU in letzter Zeit doch wieder ein bisschen was mache. Ich kann natürlich nicht beides gleich stark machen, weil ich schon auch noch irgendwie ein Real Life habe und auch selbst ein bisschen zocken will. Vor allem jetzt, wenn die ganzen Events kommen. Deswegen kann ich natürlich nicht dauernd Videos machen. Ja, ist der Eagle Scope. Die hätte ich auf meinem Account persönlich auch ziemlich gerne, weil das echt ein ziemlich geiles Eagle. Aber ja, zurück zu CFG. Ja, CFG, was sonst kann man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich will da jetzt ein bisschen aktiver werden, sowohl Pack als auch forummäßig. Und ja, dann würde ich sagen, das mache ich jetzt auch mal schnell. Spreche jetzt nochmal ein Thema an, was für mich sehr wichtig ist anzusprechen, weil da viele rumgeflamed haben oder sich beschwert haben. Nämlich, dass ich ein Clanhopper wäre. Ja. Deswegen habe ich mir überlegt, ich werde auf jeden Fall mal demnächst bei Facebook oder so reinschreiben. Oder ich glaube, das mache ich beim YouTube-Kanal in die Beschreibung. Da schreibe ich, in welchen Clans ich die letzten Male war, also die ich mich so erinnern kann. Und dann, warum ich gelieft bin. Oder beziehungsweise, warum ich da raus bin. Da werde ich dann auch so einen Grund hinterschreiben, damit ihr das so ein bisschen in der Übersicht habt. Weil ich bin dann nicht tatsächlich überall raus, sondern das ist nicht da, nicht wahr. Sondern ich wurde auch oft gekickt. Weil ich bin, gehen mich immer so zwei Kumpels hinterher. Einmal dem Dome, kennt ihr sicherlich noch. Flick CF. Hieß er mal. Dem gehe ich immer hinterher und der, ja, der geht halt ziemlich oft raus und dann immer noch mit einem anderen Kumpel, der auch jetzt zur LAN-Party kommen wird. Ja, und deswegen, ja, die
Und da wäre ich oft mitgekickt, also das habe ich schon ziemlich oft gehabt, dass wenn die beiden raus waren, die sich gedacht haben, ach, der geht eh weg, dann kicken wir ihn noch schnell. War jetzt auch heute wieder bei Waveline so. Gestern Abend sind wir reingegangen. Ich komme heute Morgen online und plötzlich waren wir alle drei raus. Ich habe mir vorgestellt, dass Dumme oder so wieder gelieft ist und dann haben sie mich gleich mitgekickt. Aber das weiß ich noch nicht. Und ja, also da möchte ich das halt nur ein bisschen klarstellen, dass ich nicht, dass ich kein Clanhopper bin. Viele sind auch von meinem Kumpel selbst erstellte Clans, die dann halt zu einer Clan-Fusion werden. Deswegen geht das halt ziemlich schnell da mit dem Clan-Wechsel. Also entweder das oder. Ja, oder der Clan wird direkt wieder dicht gemacht. Das kommt ganz drauf an, ist immer verschieden. Naja, also das werde ich erst nochmal mal gucken. Da könnt ihr mal gucken, wenn ihr meint, ich wäre ein Clanhopper, könnt ihr euch mal die Gründe angucken. Ich gebe zu, ich war in letzter Zeit in relativ vielen Clans. Und ja, war vielleicht auch schon so ein bisschen Clanhoppen, aber naja, ich suche halt einen Clan, zu dem ich passe, der halt, wo halt meine Videos auch geguckt werden, eventuell, aber halt auch nicht so extrem Fanboy-mäßig ist, so und ja, die auch gut CW und gut Public machen, also so eine Mischung, eine gesunde Mischung, wo alles nette Leute sind, mit denen ich mich gut verstehe, die auch einen ähnlichen Humor haben wie ich. Nach sowas suche ich halt, also einen Clan, wo ich und auch meine Kumpels alle drei reinpassen, weil ich möchte gerne mit denen zusammen in einen Clan. Und da haben wir bis jetzt leider noch keinen gefunden. Ja, M4 Custom Crates. Früher habe ich es immer für ziemlich schwachsinnig gehalten, auf die Waffe zu drehen, weil es die ja für Coupons gab. Aber jetzt, wo sie halt von den Coupons ja teurer gemacht wurde, sehe ich da jetzt auch wirklich mehr Sinn hinter, dafür zu drehen. So, ja, Coupons kommen ja ganz gut weg, muss ich sagen. Aber die Waffe halt nicht. Das ist ein bisschen schade. Weil das ist jetzt mein Ziel, weil wenn ich so einen Account bekomme jetzt von jemandem, dann will ich natürlich auch eine Waffe gewinnen, weil sonst fühle ich mich da so ein bisschen schlecht, aber das will ich auch nochmal sagen, wenn ihr mir einen Account gebt, dann kann ich nicht garantieren, dass ich eine Waffe gewinne, weil das ist, Black Market ist immer noch zu 100% Glückssache, Taktiken und so weiter gibt es da nicht. Entweder hat man Glück oder, ja, halt was anderes, also es ist einfach reine Glückssache. Naja, also deswegen kann ich euch da nichts garantieren. Ich kann euch sagen, ich habe schon mit dem Abonnenten-Account was gewonnen, also mit zwei Abonnenten-Accounts schon einmal vom German Winner aus Instant, dem Clan. Bei dem habe ich die Thompson gewonnen auf seinem Account, weil ihm sie noch fehlte. Und von Andy heißt er, das ist ein ganz teuer Abo, den habe ich schon ein bisschen länger, aber auf dem Account habe ich QBZ Camo und R93 gewonnen. Ja, und wie gesagt, jetzt hier vielleicht nichts. Ich hoffe, ich gewinne noch was, aber sieht momentan nicht danach aus, leider. Ja, wenn ich auch mal was im Black Market gewinne, also falls euch mal interessiert, was mir so im Black Market passiert, ob ich eine Waffe verfehle, ob ich eine Waffe gewinne oder sonst was, dann müsst ihr mal auf meine Facebook-Seite gucken. Dort habe ich ein extra Album dafür erstellt. Da sind nur solche Bilder drin von Black Market Wins, Black Market Fails, die mir passiert sind oder die halt, also die auf meinem Account passiert sind oder auf Abonnenten-Accounts. Das poste ich da halt so regelmäßig mal. Dass meine Facebook-Seite auch mal ein bisschen belebt ist. Und ich poste da auch jeden Tag, immer wenn ein neues Video kommt, poste ich das da. Und auch neue Meldungen, wenn ich zum Beispiel eure Hilfe brauche oder sonst irgendwelche Meldungen, die poste ich alle auf Facebook. Ja, für die von euch, die nicht so gerne mit Spam haben, es kann sein, dass das ein bisschen gespammt wird, weil diese Facebook-Seite gilt für alle drei unsere Kanäle, also den Crossfire-Kanal, den LP-Kanal und den Zweitkanal. Das heißt, da posten drei Kanäle. Und deswegen kann das alles ein bisschen zu sein. Jetzt letztes Crate auf M4 Custom. Na, und schade. Ja, tut mir leid. Du hast immerhin noch ordentlich GP. Also, da kannst du nachher drehen. Das will ich jetzt nicht verdrehen. Coupons sind wir immerhin jetzt schon auf 46. Also, gar nicht so schlecht. Na, dann danke nochmal, dass du mir einen Account gegeben hast. Tut mir leid, dass ich nichts gewonnen habe. Aber wie schon gesagt, dafür kann ich nichts. Das ist eine reine Glückssache alles. Und ja, also das kann ich auch immer nur sagen, zu jedem von euch, Black Market ist Glückssache. Da müsst ihr einfach Glück haben. Also deswegen, die meisten am besten kaufen sich einfach ganz viele Crates, weil dann kann man sozusagen am meisten Glück haben, sag ich mal. Das ist ein bisschen doof ausgedrückt, aber ist so. Also so kann man am meisten Glück haben. Und ja, ich wünsche euch allen nochmal viel Glück beim Black Market, falls ihr nochmal drehen wollt. Nutzt das Sale-Off-Event aus, weil da sind nämlich. Dann, ja, wie gesagt, alles günstiger halt. Dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Könnt ihr gerne mal
mir mal einen Account geben zum Spinnen, weil ich muss sagen, ich mag Black Market wirklich gerne. Also wenn ihr irgendwie GP-Crates habt, wovon ihr viel zu viele habt, könnt ihr sie auch mir gerne geben. Hey, wieso ist der Name hier dreimal? Okay, naja. Wenn ihr so viele GP-Crates habt, könnt ihr sie mich auch drehen lassen. Ich mach's gerne. Und ja, vielleicht gewinne ich auch ja mal was. Also wie gesagt, bis zum nächsten Video, Leute.